Das ist ein Alumast für die 8-Meter-Klasse. Diese Klasse ist etwa 100 Jahre alt und ist in fast allen Segelländern vertreten. Dieses Stück wird nach Norwegen gehen. Ein Kunde hat einen klassischen 8 Meter. Und wir haben ihm zur Wahl gestellt, irgendein Profil auf dem Markt zu kaufen oder ihm ein neues anzubieten. Und er hat sich für das Neue entschieden. Jetzt haben wir ein Profil gezeichnet, das speziell gepresst wurde für diese Klasse. Und das letzte Mal, dass sowas passiert ist, ist etwa vor 40 Jahren. Da hat noch niemand seither irgendwas Neues entwickelt. Und jetzt haben wir uns Gedanken gemacht über die Art des Profils und haben sozusagen die Technologie, welche am America's Cup 1987 bei den 12er Yachten aktuell war, haben wir mehr oder weniger übernommen, noch ein bisschen verbessert. Dieses Profil hat zum Beispiel die Nut und die Schiene integriert. Also das hilft zum den Mast steif machen. Ist stärker, als wenn das Profil, diese Nut und Schiene hingeschraubt ist. Dann haben wir hier so Einschnitte gemacht. Das erlaubt uns, den Mast ganz, ganz klein zu machen, zusammenzudrücken und oben auf etwa ein Viertel der Oberfläche zu verjüngen. Bei diesem Mast geht es darum, dass wir die Regel respektieren und so nah wie möglich an das Minimumgewicht gehen. Das Minimumgewicht dieses Mastes in der Regel ist 148 Kilo, inklusive alle Beschläge. Im Moment hat dieses Profil etwa 110 Kilo, minus 12, die wir weggenommen haben von der Verjüngung. Das sind dann 98 Kilo. Und wenn ich Saarlinge hinmache, die Mastkopf, Flümmelbeschläge und so weiter, dann sind wir wahrscheinlich bei etwa 140 Kilo. Tatsache ist, dass man heute auf dem Markt keinen Mast bekommt, der auf Minimumgewicht ist. Die sind alle zwischen 20 und 50 Kilo schwerer, als es erlaubt ist. Und dadurch, dass wir ein Profil entwickelt haben, das sehr leicht ist, ist das möglich, dass wir ans Minimumgewicht gehen. Dieser Mast wird sehr, sehr steif werden und auch sehr stabil, da wir an bestimmten Stellen Verstärkungen reinmachen. Das Profil alleine wäre nicht stark genug, aber mit den Verstärkungen wird er sehr steif und wird auch sehr stark, dass er in Schwerwind fahren kann ohne Probleme.